Jetzt sind wir schon mitten auf dem Pass nach Warrant. Wir sehen es auch schon. Es wird schon ein bisschen sandiger, der Boden. Mittlerweile finden wir ja auch Vegetation, die mit Pfahlwurzeln sich in die Erde bohrt. Wie das auf sandigem Boden eben so ist. Ich hoffe, auch da erzähle ich nichts Falsches. Ich bin kein Biologe, ich kenne mich damit nicht so aus. Aber wird schon stimmen. Und nach werden wir uns immer mehr in wärme Gefilde begeben. Wir merken es schon, der Föhn strahlt über die Berge hinaus. Föhn gleich warmer Wind, für alle, die nicht aus der Ecke Bayern kommen. So. Also die Bayern sollten es kennen, weil die ja damit zu tun haben meistens. Der Föhn ist halt nicht bloß das, was man im Bad findet, sondern auch auf den Bergen. So, und jetzt gehe ich schon wieder falsch, ich weiß. Aber ich will mal gucken, was hier hinten ist. Eine kleine Höhle, das wusste ich noch, aber... Hossa! Ich gehe! Ich gehe, ich gehe! Bevor ich sterben gehe... Nee, das war doof. Finde ich ja lustig, dass manche Leute es trotzdem als Reim ansehen, wenn man einfach dasselbe Wort... Scheiße. Nochmal nimmt. So, und jetzt habe ich genug abseits gequatscht. Jetzt wird sich wieder auf das richtige Leben konzentriert. Denn wir sehen vor uns Räuber. Jetzt werde ich bluten. Kannst du mal sehen. So, zück mal deine Waffe. Deine Waffel. Und dann werden wir uns mal um den leichten Banditen kümmern. Und wir sehen schon, die Banditen tragen... Ich weiß gar nicht, ob wir schon irgendwelche Banditen dieser Art gesehen haben. Aber die Banditen tragen einfach nur schwarze Ausgaben der Rebellenrüstung. Und ich muss sagen, die Banditenrüstung finde ich um einiges geiler als die Rebellenrüstung. Weil das Schwarz schon einfach cooler aussieht. Und ich finde, das hätte den Rebellen auch ziemlich gut gestanden. Gerade hier die dicke Rüstung der Schweren und Banditen, die ist schon ziemlich cool, finde ich. So, laufen wir mal ein Stück weg. Die hätte man noch ein bisschen mehr rußgeschwärzter machen müssen oder sowas. Aber ich glaube, damals war das einfach noch nicht so weit mit den Details, dass man jetzt hier so übelst drauf eingeht. Fußgeschwärzt und so. Jetzt quatsche ich schon wieder irgendein Zeug, während ich hier übelst am Kämpfen bin. Naja, was soll's. Da müsst ihr durch. Wenn ihr euch das mit mir antut, dann müsst ihr euch auch das antun. So, ich weiß jetzt nicht, wie ich mir die so nach und nach ranhol. Ich glaube, ich werde es mal mit dem Bogen machen und die so ein bisschen looten. Looten, ich meine locken. Kommt mal ran, meine Freunde. Bleib stehen! Ja. Nein, werde ich nicht. So, komm du mal. Ja genau, die anderen gehen alle und wir kämpfen. Ja, einfach mal rein. Das wird schon klappen. Sieht gut aus. Ja, läuft. Läuft. So, wir haben ein Schild. Der hilft uns sehr gut. Also ich bin wirklich positiv überrascht von unserem Helden. Oh, das war nicht so geplant. Ich weiß nicht, was unser Held gerade gemacht hat. Auf jeden Fall wollte ich das nicht. Auch das wollte ich nicht. Sah aber mal ganz stylisch aus. War mal was anderes als der einfache Schwertsprung, der es sonst immer ist. So, kurze Pause. Bisschen sammeln, kurz was essen. Und dann kann es weitergehen auch gleich. Ich muss ja aber mal irgendwie an meine Reichtümer kommen. Schließlich müssen wir mal die 50.000 Goldmünzen irgendwie zusammenkriegen. Um dann irgendwann mal dieses Artefakt zu kaufen. Immerhin wäre das unser erstes Artefakt Innos, ne? Muss man auch mal so anmerken. Das sind die großen Sachen hier in diesem Spiel. Das sind dann wirklich die großen Quests. Wenn es dann um die Artefakte geht, da gehen wir dann schon an die richtige Hauptstory ran. Das sind nicht bloß irgendwelche großen Nebenquests, sondern das ist wirklich die Hauptstory überhaupt hier. Und wenn man da vorankommt, ja, dann ist das doch schon mal 50.000 Goldstücke wert. Wo geht's hier eigentlich hin? Ich gehe mal kurz. Ich gehe mal kurz erkunden. Ich bin neugierig. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern hier. Ist schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Und solche Ecken waren dann nie interessant für mich.
Ich habe mich meistens in den Wüstenstädten rumgetrieben. Oh, Kaktusblüten. Sehr schön. So, das da drüben, das wäre natürlich auch ein geiler Ort für einen Hinterhalt hier, ne? Aber interessiert ja hier nicht. Wir laufen dann mal zurück und schnetzeln noch die restlichen Banditen nieder. So. Kommt zu Papa! Zwei noch? Ich glaube, hier ist aber irgendeiner dabei, der einen Namen trägt. Ja, erstmal hier ausrauben. So. Jetzt kann's losgehen. Ja. Achso, noch mehrere, okay. Oh, schlecht. Was? Ja, ist ja gut. Scheiße, ich bin aber gerade blöde. Stehe ich mir irgendwie gerade dumm an? Ich glaube ja. Ja, sehr schön. Alter! Geht's noch? Man muss es ja nicht übertreiben. Hast du mal auf mein Leben geguckt? Ich bleib bestimmt nicht stehen. Ja, geh! Geh! Mann. Dieser blöde Stich, das war aber auch gemein. Wer kommt denn auch auf die Idee zuzustechen? Das macht doch keiner. Vor allen Dingen, dass unser Held sich dann 5 Stunden lang vor Schmerzen krümmt. Ja, hätte man auch kürzer halten können. So, noch eins sinnlos gefressen. Einfach nur um des Fressens willen. So, jetzt bist du dran. Krieg ich dich doch noch. Das ist mein Text. Komm her, du Lump. So. Jetzt bist du dran. Okay, haben wir die Banditen hingekriegt. Lief doch, naja, sagen wir mal passabel. Ich will jetzt nicht lügen und sagen, es lief gut, aber wir haben sie zumindest tot gekriegt. Was? Noch einer? Du tückische Drecksau. Ich fass es ja nicht. Wo kam der jetzt her? Nix da mit blöder Rumdreherei. Lass deinen scheiß Morgenstern stecken. So. Übrigens mal wieder Bildungsauftrag. Dieses Ding, auch wenn Stachelkeule da stand, das ist ein Morgenstern. Entgegen der landläufigen Meinung, dass ein Morgenstern... Mach das Ding auf. Entgegen der landläufigen Meinung, dass ein Morgenstern eine Stachelkugel mit Kette wäre, das ist ein Kriegsflegel. So, wieder Bildungsauftrag erfüllt. Wunderbar. Noch kurz den leichten Banditen ausgenommen. Okay. Mal schauen, was sie hier so an Banditenbeute haben. Ich nehme an, es wird nichts Besonderes sein. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Scheiße, wenn man irgendwelche Sprichworte bringen will und sie nicht drauf hat, ne? So. Ich bin aber echt der Meinung, dass es hier irgendeinen gegeben hat, der einen Namen hatte unter den Banditen. Und dass der irgendwas gehabt hätte, was irgendwie für einen Quest interessant wäre. Aber offenbar liege ich da bislang zumindest falsch. So, und jetzt auf gen Süden. Jetzt wird's aber mal Zeit. Ich kann die Wüste schon riechen. Die trockene Luft steigt mir schon in das Näschen. In mein kleines Stupsnäschen. Ja. Meine Nase ist weder klein noch stupsig, möchte ich an dieser Stelle anmerken. Aber ich bringe diesen Witz gerne immer wieder. Also jetzt weniger in Let's Plays, sondern mehr in Wirklichkeit. Was einfach den Vorteil hat, dass man da meine Nase auch sehen kann und verstehen kann, dass es witzig gemeint sein soll. Da haben wir ihn doch, Kurt, ich wusste es doch. Ohne Helm und ohne Gurt, hier kommt Kurt! Siehste? Oh Gott, das sind ja richtig viele. Ich werd bekloppt. So. Kennt das eigentlich noch jemand? Hier kommt Kurt von Frank Zander. War sehr lustig irgendwie. Eigentlich total dämlich, aber meistens waren... Also Lieder von Frank Zander sind eigentlich fast immer dämlich, aber lustig.
So. Das ist schön, dass die unten schon wieder Kaffeekränzchen halten, während hier oben welche von denen um ihr Leben kämpfen. Macht ja nichts. Ach, jetzt hat es einer mitgekriegt. Das ist aber schön. So, sammeln wir mal kurz hier. Bis der da ist, da haben wir hier schon... Da haben wir ganz Karstadt leer geräumt. So. Ach, der hat schon wieder aufgegeben. Ist ja auch super. Ihr seid so stark bei der Sache, dass ihr immer eure Helden bis ans andere, eure Gegner bis ans andere Ende der Welt verfolgt. Jetzt kommt mal hier, Mensch. Vielleicht nicht gerade alle, aber ein paar zumindest. Nochmal was essen. Leute! Jetzt kommt mal! Kämpft mal mit mir! Ja, dann... Was? Du traust dich mit dem Bogen auf mich zu schießen? Ach Leute, Mensch, jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier. Junge, komm ran! So. Mal ein Stück zurückweichen, sind ja schließlich ein paar Gegner. Hack zu! Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Vielleicht nicht so, aber so ähnlich. Ach, jetzt kommt der mit dem Bogen auch noch rum. Scheiße. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Gut. Passt. Ach, Mist. Oh, 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 ja. Ah, jetzt kommen sie ja schon mit taktischen Finessen. Jetzt wollen sie mich schon umrunden hier, umkreisen. Ist ja unglaublich, was diese KI alles kann. Auch sterben kann sie. Aber das kann auch ich. Scheiße. Wie ich euch eigentlich nicht demonstrieren möchte, aber kann ja jederzeit mal dazu kommen. Ich gehe dann mal. Steck mal weg. Bleib stehen. Den Lümmel. So. Wäre geil, wenn vielleicht einer bleiben würde oder so. Einer. Ja genau, du da. Die anderen dürfen gehen. Fühlt euch frei zu gehen? Natürlich nicht. Warum konnte ich das auch nur denken? Hier, schaut euch eure Freunde an. Das war mein Werk. Ich kann auch essen. So, jetzt bist du dran. Durch den Schild durch? Ich fass es nicht. Mann, 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 Mann. Dass die aber auch bei jedem Schlag gleich zu Boden gehen müssen, diese Simulanten. Ja, so will ich das sehen. So will ich das sehen. Okay, unser Leben ist natürlich nicht allzu prickelnd. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, wenn wir hier einfach nur lebendig durchkommen. So, mal kurz die Anzeige wieder unten rangeholt. Was? Wo kommt ihr denn her? Jetzt wirst du blut. Was? Aber nicht ich, oder? Ich werde dich töten. Ach gut. Stehen, Mora. Was bist du denn? Hä? Hat er da geschlafen? Ja, ich mit ihm. Ehre für den Sieger. What the fuck? Was geht denn hier ab? Der hat an spontaner Müdigkeit gelitten und sich hier mal kurz hingelegt, oder was? Wo kommt ihr Orks eigentlich her? Was macht ihr hier unten? Und der steht da und raucht dahin? Es gibt so gewisse Dinge in diesem Spiel, die entziehen sich meines Verständnisses. Oder meinem Verständnis? Ja, die entziehen sich meinem Verständnis, klingt vielleicht besser. Irgendwie habe ich in letzter Zeit öfter mal Probleme, Dativ und Genitiv auseinanderzuhalten. Ich weiß nicht, wieso. So, Stachelkeule. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Heiltränke, umso besser. Oh, wir haben schon 43 Stück. Das ist aber schön. So, wie viele haben wir denn jetzt überhaupt noch hier in Reserve an Leuten? Gibt's denn hier noch jemanden? Krieg ich dich doch noch. Ja, natürlich. Ich trinke nochmal, ess nochmal was. Bis du da bist. Ach, der bleibt wieder auf halber Strecke hier und verreckt. So, dann gehen wir halt hin. Von mir aus. So, Kuddel. Komm mal her. Ah. Oh. Ah.
Ich kannte mal einen, der hieß Kurt. Der sah überhaupt nicht aus wie ein Kurt. Der war, glaube ich, ein Jahr jünger als ich oder so. Ich finde, ich verbinde Kurt irgendwie immer mit irgendwas Altem. Ach, ein abtrünniger Paladin ist das, der Kurt. Aha. Sehr interessant. Und ein Feuerkelch hat er auch noch. Na meine Güte, da haben wir ja eine richtige gute Tat hier vollbracht. Jetzt will ich aber mal kurz, Moment mal, ich muss mal kurz gucken. Wir haben schon 7 Feuerkelche. Wow. Also das schreitet ganz schön voran hier, unsere Suche nach den Feuerkelchen. Auch wenn die eigentlich nicht existent ist. Ja, Sekunde, ich wollte mal kurz was sammeln hier, aber du musst ja gleich wieder dazwischen funken. So, der sollte ja kein Problem sein, ist ja ein schwerer Junge, der fällt nicht so schnell um. Genau, der schreit bloß laut, aber das tut uns ja nichts. Der schreit nur, der tut nichts. So, gebt ihr hinten vielleicht auf, alte Truhe, ja, das sollte gehen. Klick, wunderbar. Was haben wir da? Verwandlung Wolf, aha. Werde ich mal alles irgendwo gewinnbringend verkaufen. So, jetzt aber, jetzt weiß ich, oder jetzt bin ich mir ziemlich sicher, jetzt haben wir das schon mal überwunden hier mit den Banditen. Ja, da ist gerade meine wackelige Mikrokonstruktion zusammengestürzt. Da ist immer noch einer, ich fass es nicht. Also meine Halterung für mein Mikro, die besteht aus einem alten, lapprigen Fotoalbum, das nicht mehr so ganz stabil ist, nicht mehr so ganz standfähig, eigentlich überhaupt nicht standfähig, weshalb ich es mit einer halbvollen Flasche Ginger Ale gestützt habe und die scheint es gerade auf dem Tisch verschoben zu haben. Und so hat sich mein Mikro soeben verabschiedet. Jetzt mach doch mal die Truhe auf, oder bist du genauso fertig wie ich wegen dem Mikro gerade, oder was? Ja, sehr schön. Schützt vor Eis, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Ich finde aber sehr interessant, das Kabel vom Mikro hat genau so weit gereicht, dass es so einen halben Zentimeter über dem Boden hängen geblieben ist beim Runterstürzen vom Tisch. Das hätte auch ein, also wenn, wäre das Mikro ein Stunt gewesen und das Mikrokabel ein Seil, dann wäre das ein filmreifer Stunt gewesen. Oder so. Mensch, wie viele von denen gibt's denn hier? Ich dachte, wir haben es dann mal. Sind das jetzt auch alles welche ohne Namen? Oder gibt es jetzt nochmal irgendwas Interessantes hier? Ich dachte echt, wir hätten es dann mal. Yeah, in den Schlag hineingepfuscht. Mann. So, erstmal wieder hier drüben hin. Ich will nicht umrundet werden. So, das war wieder nichts so richtig. Irgendwie zieht es mir trotzdem was ab, wenn ich mit dem Schild pariere, ne? So, das ist schon mal gut. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht mit dem Schild auf den Falschen zeigen. So, jetzt ist nur noch der Einfache hier übrig. Ist eigentlich dämlich, dass die, die am schwersten gepanzert sind, am einfachsten sind. Huh, das war schon ein bisschen knapp. Würde ich behaupten. So, alles ausgenommen, wie immer. Ich bin da etwas gründlich, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt haben könntet. So. Achso, was essen wäre gut. Bevor dann wieder die nächsten angescheißert kommen hier. Ich sehe gerade, unsere Fleischreserven gehen zu Ende. Wer hätte das gedacht? Ja, so eine lange Reise, die verbraucht viel Nahrung oder so, ne? Oh, hier gibt's schon einen Brunnen. Das heißt, wir sind quasi schon in Varant, weil nur dort Wasser so wichtig ist, dass man Brunnen ins Spiel einbauen muss. So. Wenn wir mal auf die Karte schauen, nehme ich an, dass wir direkt vor Braga... Ja, wir sind direkt vor Braga. Das Tor zur Wüste, meine Freunde. Zu schwer. Wir betreten nun das gelobte Land. Die Vegetation wird sich gleich schlagartig ändern. Die noch relativ grüne Erde mit einigem Pflanzenbewuchs wird gleich, wie wir sehen, schlagartig trockenem Sand weichen. Und wir betreten Varant.
liebe Freunde. Wir sind endlich in der Wüste. Warte, Wanderer, geh nicht vorbei. Du könntest dein Glück verpassen. Oh ja, sehr gern. Na, ich liebe es, endlich. Ich muss erstmal speichern. Na, falsche Taste. So, ich liebe diesen Akzent irgendwie. Und ich finde es so schön, dass Abbas einen direkt anspricht, ohne dass man jetzt wirklich mit ihm gesprochen hat. Was Abbas aber von uns will und auch wie es in Varant weitergeht und wie es hier aussieht und so. Auch wie es in Braga aussieht und welchen Charakter wir da treffen werden aus den vorigen Spielen, das sehen wir erst in der nächsten Aufnahmesession. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Wir sehen uns wieder. Euer Rudra. Winke, winke.